Wie gesagt, sollte die Strategieentwicklung beispielsweise im Rahmen von Strategieprojekten, einem klar strukturierten Prozess mit definierten Schritten bzw. Phasen und Ergebnissen bzw. Meilensteinen folgen. Aus den zuvor geschilderten drei Kernelementen Analyse, Strategiebildung und Strategieumsetzung lässt sich etwa ein konkreter Strategieprozess ableiten, so wie ich ihn auch in meinen Strategie- und Beratungsprojekten anwende. Dieser Strategieprozess gliedert sich in die auf dieser Seite dargestellten insgesamt fünf Phasen mit ihren zugehörigen Hauptergebnissen bzw. Meilensteinen. In der Phase der strategischen Analyse wird die Ausgangssituation des Unternehmens untersucht und beschrieben. Das heißt, es findet eine umfassende Analyse der aktuellen Unternehmens-, Markt- und Wettbewerbssituation statt. In der Phase des strategischen Forecasts wird eine Prognose der erwarteten zukünftigen Unternehmensentwicklung, und zwar bei unveränderter Strategie, erstellt. Auf Basis der bis hierher gewonnenen Erkenntnisse werden in der folgenden Phase verschiedene strategische Optionen entwickelt, wobei alle strategischen Dimensionen berücksichtigt werden, wie etwa Märkte, Kunden, Konkurrenten, Technologien etc. In der anschließenden Phase werden die strategischen Alternativen nun evaluiert, indem diese nach spezifischen Kriterien bewertet werden, die alle im Hinblick auf die Realisierung der jeweiligen Strategieoptionen von Bedeutung sind, zum Beispiel der Bedarf an Ressourcen und Kompetenzen, erzielbare Wirtschaftlichkeit, erforderliche Zeit und Kosten oder auch etwaige Risiken. In der Implementierungsphase schließlich erfolgt die Neuausrichtung der Strategie mit Definition und Planung geeigneter strategischer Maßnahmen sowie deren Umsetzung, die auch ein entsprechendes Erfolgscontrolling einschließt. Ein effizienter Strategieprozess sollte, wie bereits erwähnt, auch die anzuwendenden Methoden und Strategieinstrumente beschreiben. Auf dieser Seite sind 12 Arten solcher Strategieinstrumente bzw. Tools aufgelistet, die sich in Strategieprozessen bzw. bei der Durchführung von Strategieprojekten sehr bewährt haben. Diese Instrumente unterstützen einen Großteil der Aufgaben, die bei der Strategieanalyse anfallen. Von besonderer Bedeutung sind etwa SWOT-Analysen, Portfolioanalysen, Kundenstrukturanalysen sowie die Konzepte der Lebenszyklus- und der Erfahrungskurven, die allesamt dazu dienen, die Stärken und Schwächen sowie die Positionierung des Unternehmens im Markt aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Balanced Scorecard, ABC und Risikoanalysen wiederum stellen wichtige Instrumente der Strategieumsetzung und des Strategiecontrollings dar. Für jedes dieser bewährten Standardergebnisse existieren übrigens Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und teilweise auch unterstützende Excel-Dateien, die der Erfassung, Verwaltung und Aufbereitung von Daten sowie der automatischen Berechnung von Ergebnissen und der automatischen Erstellung von Diagrammen dienen. Diese kostengünstigen Tools können auch auf meiner Website www.strategieundplanung.de bestellt werden. Auf den nächsten Seiten werde ich Eigenschaften und Funktionsweisen einige dieser Methoden erläutern und erklären, wie sie angewandt werden. Die SWOT-Analyse ist eine sehr grundlegende Maßnahme bei der Strategieentwicklung, die zudem auch verhältnismäßig einfach durchzuführen ist. Bei der SWOT-Analyse werden Stärken oder Strengths und Schwächen oder Weaknesses des Unternehmens herausgearbeitet und mit den Chancen oder Opportunities und Bedrohungen oder Threats abgeglichen, die sich aus dem Markt ergeben. Ziel der Methode ist es, aus diesem Abgleich situationsspezifische, geeignete Wettbewerbsstrategien zu entwickeln. Bei einer SWOT-Analyse empfiehlt es sich, in zwei Schritten vorzugehen. Zunächst werden für die vier Kategorien Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen jeweils die aus Sicht des Unternehmens wichtigsten zutreffenden Aussagen gesammelt. Dies kann in Form eines Brainstormings, strukturierter Interviews oder durch Auswertung von internen Unterlagen wie Berichte, Protokolle etc. und externen Marktstudien geschehen. Im zweiten Schritt werden dann durch Kombination der Stärken und Schwächen einerseits mit den Chancen und Bedrohungen andererseits insgesamt vier Gruppen möglicher strategischer Stoßrichtungen gebildet. Kombination von Stärken und Chancen, das sind SO-Strategien. Hier geht es um die Identifikation der Marktchancen, die mit den Stärken des Unternehmens gut verfolgt und genutzt werden können,
um die Wettbewerbsposition weiter zu verbessern. Kombination von Stärken und Bedrohungen oder ST-Strategien. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie durch Einsatz der vorhandenen eigenen Stärken externe Bedrohungen neutralisiert oder zumindest minimiert werden können. Kombination von Schwächen und Chancen oder WO-Strategien. Hier werden Maßnahmen definiert, um Schwächen zu eliminieren, die der Nutzung neuer Möglichkeiten und Marktchancen entgegenstehen. Kombination von Schwächen und Bedrohungen, das sind dann WT-Strategien. Dabei geht es um die Entwicklung einer Verteidigungsstrategie, um vorhandene Schwächen nicht zum Ziel von Bedrohungen werden zu lassen. Aus dem resultierenden Portfolio an Strategien werden sodann diejenigen ausgewählt und umgesetzt, die den besten Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit leisten können.